Servus und hallo zu dieser Episode Felix Tested Bikes. Diese Episode ist was ganz Besonderes, denn sie ist der Auftakt, der Staffelbeginn von der vierten Staffel Tech Talk mit Andreas. Yeah. Servus Andreas. Hallo Felix, grüß dich. Hallo in die Runde. Hokus Pokus, vor uns steht ein Aero Gravel Bike und nicht nur irgendeins, sondern hier ist eine Weltpremiere, oder? Ja. Gab's schon mal irgendwo zu sehen? Ja, so gab es noch nicht zu sehen. Ja. Du bist also immer wieder einer der Ersten, ja. Felix. Ja. Also unbedingt abonnieren, wenn ihr Weltpremieren sehen wollt. Bei Felix Tested Bikes gibt es immer neue Räder zu sehen. Zumindest vom Andreas, denn wer den Andreas noch nicht kennt, Andreas ist Doktor. Ach, Felix, lass es. Dr. Andreas, wie ich ihn nenne. Er ist der Inhaber und Geschäftsführer und Chefkonstrukteur von drei Fahrradfirmen gleichzeitig. Einmal Falkenjagd mit Titanrädern, einmal Parapera mit Carbonrädern, die jetzt hinter uns stehen, und Räder, die jetzt gar nicht bei uns gerade stehen. Rennstallräder, die aber auch schon auf dem Kanal getestet worden sind. Alle diese drei Räder haben gemeinsam, dass sie einfach die Benchmark setzen, was mit diesem jeweiligen Werkstoff möglich ist. Und was mit Titan möglich ist, ist auch mit dem Rad wieder mal neu definiert worden, denn dieses Rad ist 3D gedruckt. Vorne das vordere Rahmendreieck und das hintere Rahmendreieck, also ein Rad, was es so noch nie gegeben hat und hier jetzt in dieser Kettenschaltungsversion auch noch nie auf dem Kanal gezeigt worden ist. Wer sich für das Rad interessiert, das mit einer Roloff-Namenschaltung bei mir auch auf dem Kanal getestet worden ist, das Video verlinke ich euch hier oben. Aber dieses Rad werden wir hier jetzt auch testen und ich bin echt mega gespannt, wie es fährt, weil aussehen tut es genial. Danke, Felix. Ja. Wir werden die nächsten Tage viel miteinander quatschen. Ihr werdet da auch einige Videos dazu sehen. Einige Bike-Tests und einige theoretische Videos werden hier auf Zypern besprochen. Wir waren gestern schon ein bisschen Fahrradfahren. Wir haben schon ein paar theoretische Videos gemacht. Und jetzt fassen wir noch mal ein richtig großes Thema an. Denn ich wurde ganz oft von euch gefragt, was ist denn eigentlich so der Unterschied zwischen einem Endurance-Bike, zwischen einem Gravel-Bike, zwischen einem Speed-Gravel-Bike, zwischen einem Aero-Gravel-Bike? Diese ganzen Begrifflichkeiten, die dann auch zum Rennrad langsam überschwappen. Mhm. Die versuchen wir in dem Video jetzt mal zu klären. Und bevor wir richtig einsteigen, darf ich euch den Supporter dieser Episode vorstellen. AG1 von Athletic Greens. AG1 ist ein Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform, das seit 10 Jahren in Neuseeland entwickelt wird und mittlerweile in der 52. Version erhältlich ist, mit dem Ziel, Nährstofflücken zu füllen. Nährstofflücken entstehen zum Beispiel durch eine einseitige Ernährung, wie wir sie alle kennen, wenn wir stressige Zeiten haben, und genau da hilft AG1. Ich habe das Ganze ausprobiert, ich nehme seit 5 Wochen AG1 plus Vitamin D. Und kann sagen, seitdem hat sich meine Laune verbessert und ich kann mich länger am Stück konzentrieren, was mir wiederum in der Arbeit hilft. Wenn dich das Ganze interessiert, kannst du auf athleticgreens.com/felixtestedbikes auch nochmal ordentlich sparen, denn du bekommst zu deiner Bestellung on top eine Vitamin D-Jahresration plus 5 praktische Travel Packs gratis dazu. Wie funktioniert das Ganze? AG1 hat ein praktisches Abo-Modell, das heißt, du musst dich nicht um Nachschub kümmern, das wird automatisch zu dir nach Hause geliefert, wobei du den Lieferrhythmus selbstständig wählen kannst. Wenn du jetzt sagst, genau sowas habe ich immer gesucht, ich will das ausprobieren, dann kannst du das Ganze risikofrei machen, denn es gibt eine 60 Tage Geld-Zurück-Garantie. Wenn du es ausprobieren willst, würde ich mich freuen, wenn du es über meinen Link machst. Link ist in der Videobeschreibung. Ich sage ihn euch auch nochmal, athleticgreens.com/felixtestedbikes. Vielen Dank und weiter geht's mit dem Video. Also vielen Dank an Athletic Greens für den Support. Das macht diese Sachen möglich. Und wir starten direkt rein, Andreas. Gravel versus Allroad. Was ist denn eigentlich ein Allroad-Bike? Ja, das Gravelrad definiert sich in meinen Augen ein Stück weit dahingehend, dass es das ideale Rad ist, wo ein Rennrad eigentlich überfordert ist und wo ein Mountainbike unterfordert ist und die Strecke mit dem Mountainbike zu langweilig ist. Beide Räder, also das Allroad wie auch das Gravelrad, zeichnen sich aber durch eine Gemeinsamkeit aus. Sie haben nämlich einen Dropperlenker, also einen Lenker, der eben nach unten gezogen ist. Und trotzdem ist die Charakteristik dieser beiden Räder aufgrund dieses Spektrums sehr, sehr weit. Das Allroad-Rad ist ein Fahrrad, Felix, wie der Name schon sagt, das für alle Straßen geeignet ist. Also sowohl asphaltiert wie auch leichtes Gelände. Ja.
oder mittleres Gelände. Und in Abhängigkeit dieses Einsatzbereichs ist es natürlich auch wichtig, welche Reifenbreiten reinpassen. Denn die Reifenbreite hat eine unmittelbare Auswirkung auf die Geometrie des Rades. So. Je größer der Reifen ist, desto mehr Bauraum wird benötigt beispielsweise, desto länger muss die Kettenstrebe sein, desto breiter muss sie ausfallen, desto größer wird der Radstand. Und dadurch wird die Charakteristik des Rades durchaus verändert. Ach, das heißt, ich kann mit einem schmaleren Reifen kürzere Radstände realisieren und dadurch wird das ganze Rad auch ein bisschen agiler, wackeliger vielleicht. Korrekt, genau. Aber auch aerodynamischer und leichter. Ja, beispielsweise, wenn wir sozusagen vom Rennrad kommend immer weiter gehen in Richtung Gravelrad, wäre eigentlich das erste Rad das Rennrad und dann wäre der nächste Schritt das sogenannte Endurance Bike. Ach, was ist jetzt das? Genau, also Endurance Bike ist... angelsächsisch, halt lässt sich gut vermarkten, ist ein Rennrad letztendlich, was auf lange Strecken ausgelegt ist. Endurance eben. Aha. Und welche Attribute sind erforderlich für eine lange Strecke? Das ist zum einen eben die Sitzposition, das heißt Endurance-Bikes. Endurance-Bikes haben in der Regel etwas längeres Steuerrohr, sind also in der Geometrie hier sehr ähnlich einem Rennrad, haben also auch den kürzeren Radstand eines Rennrades, dieselbe Agilität, aber sind de facto Rennräder, die den Fokus auf Komfort haben. Und was hat Fokus auf Komfort? Das ist sozusagen die Sitzposition in Form der Steuerrohrlänge, Punkt 1 und Punkt 2 sind das die Reifenbreiten. So, dadurch, dass die 8 Räder primär auf befestigter Straße auf Asphalt sozusagen bewegt werden sollen, weil sonst wären wir beim Allroad, was wir als nächstes dann gleich machen, sind da eben Reifenbreiten im Einsatz aufgrund des Komfortanspruches um die 28 bis 30 mm. Das ist so ein typisches... Aber das ist ja dann noch nicht so profiliert wie so ein Gravelbike-Reifen, Nein, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Sind Slicks? Sind eigentlich Silke Slicks oder Semi-Slicks, Fokus eben auf Rollwiderstand, Fokus eben dann auf guter Traktion bei befestigtem Untergrund, auf Asphalt und eben breitere Reifen, um eben Straßenunebenheiten besser ausgleichen zu können, um mehr Komfort und damit auch den Fahrer länger ermüdungsfrei damit fahren lassen zu können und daher eben auch das längere Steuerrohr. Das heißt, das Oberrohr ist gleich lang wie beim Rennrad auch. Korrekt. Das heißt, der Fahrer kommt durchs längere Steuerrohr ein bisschen nach oben. Jawohl. Aber jetzt noch nicht so extrem wie beim Gravelbike, wo er dann einfach viel aufrechter steht. Ja, genau. Beim Gravelrad ist es natürlich so, dass diese aufrechtere Position nicht durch die Länge des Steuerrohrs zum Einsatz kommt, sondern durch die längere Gabel. Weil natürlich beim Gravelrad eine wesentlich breitere Bereifung zum Einsatz kommen muss. Das heißt, die Gabelscheiden müssen wesentlich länger sein. Eine Rennradgabel, Felix hat ungefähr 370 bis 375 mm, ein Endurance-Bike durch die etwas größeren Reifen vielleicht 380 mm und ein Gravel-Bike hat eigentlich in der Regel eine sogenannte Einbauhöhe der Gabel von 405 bis maximal 410 mm. Das sind also jetzt 2 bis 3 Zentimeter, ja, zwei bis drei Zentimeter höher baut. Bei der Gabel, allein durch die Gabel. Könnte man das wieder ausgleichen durch ein kürzeres Steuerrohr? Genau, man könnte es ausgleichen, wenn man es denn wollen würde. Die meisten Gravelbikes wollen aber ein bisschen aufrechter sitzen, ein bisschen tourenorientiert. Das heißt, da bleibt die Steuerrohrlänge vergleichbar mit dem eines Rennrades. Mhm. Und eben durch die längere Gabel kommt eine höhere, aufrechtere Sitzposition zum Einsatz. Und wenn du ein etwas sportiveres Gravelrad haben möchtest, dann sind wir ganz schnell in einer anderen Kategorie, nämlich in der Kategorie, besprechen wir aber auch gleich, des Speed Gravel Rades. Ja, genau. Ja. Aber jetzt, um diese zwei Extremes eben voneinander abzugrenzen, wir fangen natürlich an bei dem Endurance Rad, dem Rennrad ähnlichsten Fahrrad. Der nächste Schritt wäre dann in der Evolution von reinrassig Rennradstraße zu immer mehr geländelastig, wäre dann natürlich nach dem Endurance Rad des Allroad, wie der Name schon sagt, irgendwo auf allen Straßen beheimatet. Für den einen oder anderen mag sich das vielleicht ein bisschen nach Kompromiss anhören, weil es vielleicht weder Fisch noch Fleisch ist. Für mich ist das Allroad aber ein sehr, sehr spannendes Thema, weil viele haben halt nur ein Rad oder wollen nur ein Rad und brauchen ehrlich gesagt auch nur ein Rad. Ja. Und dann ist das natürlich die ideale Waffe, um sowohl auch auf der Straße als eben auch auf leichtem Gelände, ehrlicherweise, kein schweres Gelände, aber leichtes Gelände, aber eben auch unbefestigte Straßen im Gegensatz zum Endurance-Bike abbilden zu können. Also kann man sich jetzt auch so, wenn man jetzt sagt, man hat dieses ganze Spektrum von sehr von Rennrad zu Gravel, kann man sagen, die Gabelscheiden werden von Rennrad zu Gravel länger,
Der Radstand wird länger und die Sitzposition wird aufrechter. Ja, bedingt durch den Hinterbau primär, genau. Ja. Und bezogen jetzt halt auf die Sitzposition muss man dann wieder differenzieren am Ende. Ja. Und zwar deswegen, weil in der Kategorie der Gravelräder gibt es natürlich sehr sportive Gravelräder, sogenannte Speed-Gravelräder, nicht zu verwechseln mit Aero-Gravelräder. Die haben wir auch noch. Die gäbe es auch noch, also die Speed-Gravelräder. Das sind quasi Gravelräder, die aber von der Sitzposition einem Rennrad sehr nahe kommen. Yeah. Also sprich, da ist die aufrechte Sitzposition nicht im Fokus. Da geht es tatsächlich darum, schnell und zügig unterwegs zu sein. Vielleicht auch gar nicht mit dem Anspruch mit 40, 45er Reifen, sondern eher so in der Welt zwischen 35 und 40er Reifen, 37er Reifen unterwegs zu sein und dafür aber sehr sportiv drauf zu sitzen, Fokus eben auf das Gewicht des gesamten Rades zu legen und vielleicht sogar auch statt mit einer Einfachgruppe, sogar auch mit einer Zweifachgruppe im Gravel-Bereich unterwegs sein zu können. Also maximale Vielseitigkeit. Genau, auch, ja. Genau. Und das wäre sozusagen. Aber wie erreicht man das jetzt eben, dass man bei einem Gravelbike diese agile, also diese sportliche Sitzposition schafft? Ist es doch, ist es doch ein kürzeres Steuerrohr? Korrekt. Oder längeres Korrekt. Oberrohr? Genau. Also es sind mehrere Stellschrauben, die da wirken könnten. Ja. Ja. Wie man das dann im Einzelnen macht, muss man dann tatsächlich von Firma zu Firma sich anschauen. Da gibt es unterschiedliche Philosophien. Aber die Stellschrauben grundsätzlich ist einmal die Länge des Steuerrohrs. Punkt 1. Je kürzer das ist, desto mehr Sattelüberhöhung. Desto mehr nach vorne übergeneigt, desto mehr auch Aerodynamik. Ja. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei sind die Winkel, also sowohl der Sitzwinkel wie auch der Lenkwinkel. Durch einen steileren Sitzwinkel schafft man es, den Fahrer ein bisschen nach vorne zu bringen. Mhm. Also wenn da vorne ist und du versteilst den etwas, bringst du ihn quasi mehr nach vorne über das Tretlager. Dadurch hast du von Haus aus eine bessere Krafteinleitung in die Pedale und in die Kurbel. Mhm. Natürlich musst du auch bedenken, dass durch einen steileren Sitzwinkel der gesamte Radstand länger wird, weil wenn du den Sitzwinkel versteilst, schiebt der natürlich das Oberrohr mit nach vorne. Ja. Das heißt, das ganze Steuerrohr wandert mit nach vorne und damit die Gabel und die Aufhängung des Vorderrades und damit der Radstand. Das heißt, wenn du sowas machst, musst du meistens dann noch eine andere Stellschraube sozusagen. Lenkwinkel. Genau, das ist Lenkwinkel und Vorbohrlänge. Das heißt, wenn du das nach vorne schiebst, dann muss der Lenkwinkel auch. Also muss er flacher werden. Nee, er müsste steiler werden. Ja, genau. Felix. Er müsste steiler werden, damit du wieder die Agilität zurückholst, die ja ein Stück weit durch den längeren Radstand verloren geht und den Gabelnachlauf verkürzt. Und deswegen ist es dann, wie oft im Leben, wenn du ein Dominosteinchen umschmeißt, dann hat es unmittelbare Auswirkungen auf viele andere Faktoren. Und genau, ein Sport, deswegen unterscheiden sich auch die Geometrien so maßgeblich voneinander. Und bei einem sportlicheren Gravelrad, bei einem Speed-Gravelrad, geht es darum, den Fahrer in eine, jetzt überspitzt formuliert, aggressivere, dynamischere Sitzposition zu bringen. Mhm. Und eben durch kürzeren Steuerrohr, durch steilere Lenkwinkel, durch einen anderen Sitzwinkel gegebenenfalls und vielleicht auch durch die Anpassung der Vorbaulänge. Die Vorbaulänge wird dann länger? Entweder länger, richtig, wenn du mehr Streckung erreichen möchtest, ohne dass es unmittelbare Auswirkungen auf den Radstand hat. Ja. Manche meinen auch mit einer Versatz der Sattelstütze, aber dann verlässt du wieder so ein bisschen das Zentrum, die Kurbel, die richtige Position des Fahrers zum Tretlager und verlierst ein Stück weit die ideale Krafteinleitung. Deswegen vollkommen richtig Vorbau. Das heißt, wir haben uns das Speed-Gravel angeschaut. Mhm. Der nächste logische Schritt wäre, dass wir uns mal das Aero-Gravel ein bisschen angucken. Genau. Also, sollen wir mal eins holen? Ja, wir holen mal eins. Simsalabim. Das ist jetzt ein Aero-Gravel-Bike und daran kann man jetzt eigentlich ganz gut sehen, was diese Art Gravel-Bike von anderen Rädern unterscheidet, oder? Ja, also oft wird ja der Begriff Aero-Gravel und Speed-Gravel miteinander vermengt oder verwechselt. Ja. In Speed-Gravel, da steht die Geschwindigkeit im Vordergrund und da steht dann auch die Sitzhaltung des Fahrers an sich im Vordergrund, weil der Radfahrer, braucht man sich nichts vormachen,
bildet den größten Luftwiderstand. Ja. So ja. Bei einem Aero-Gravel, da ist natürlich auch, wie der Name schon sagt, die Aerodynamik im Vordergrund, aber vielleicht nicht immer, manchmal schon, aber vielleicht nicht immer zwingend die Sitzhaltung des Fahrers, weil es geht dann oft auch um ästhetische Aspekte, nämlich um Integration von Kabel und einer gewissen Formensprache, aber es sollte dann doch noch so sein, dass es marktfähig ist, jetzt ein bisschen böse formuliert, sprich, dass der Fahrer, dass es ihm nicht nur gut gefällt, sondern er auch länger drauf sitzen kann, also wirklich der Gravel-Aspekt im Vordergrund steht und nicht die Aero-Eigenschaften als Gravelrad und damit eigentlich Geschwindigkeitsvorteile. Dem geht es dann primär um die Optik und nicht wirklich um die tatsächliche effektive Sitzposition und damit einhergehend Luftwiderstand. Ja. Hier sind sozusagen nur in Anführungsstrichen im Rahmen- und Fahrradbau aerodynamische Aspekte zum Einsatz gekommen und definieren dadurch auch ein Stück weit die Formensprache. Und wenn man jetzt. Ist ja auch, glaube ich, die kleinste Gattung der Gravelbikes. Es gibt ja jetzt, glaube ich, mir fallen jetzt nur drei Aero-Gravelbikes ein. Das eine ist das Cervelo Aspero. Von 3T gibt es eins. Haben die auch eins? Ich glaube schon. Und dann noch von Ridley, das Kenzo Fast. Was sie sagen, ist das schwindschnittigste Gravelbike, das es gibt. Und das wäre jetzt quasi auch eins, das in dieser Gattung mitspielen will, aber mit einem komplett anderen Werkstoff, weil es ist ja kein Carbon wie die anderen drei, oder? Ja, aus Carbon kann es ja jeder. ja, Felix. Also es ist in der Tat aber so, man braucht sich nichts vormachen. Wenn man sich hier vorne die Tasche querschnallt, dann braucht man da nicht hier den Anspruch haben, jetzt hier möglichst aerodynamisch unterwegs zu sein. Ja. Ja, oder hier mit den Taschen links, rechts schön weit auseinander. Also hier geht es tatsächlich, und das ist bei den anderen Herstellern nicht anders, um eine Designsprache, die aus dem Rennrad kommt und aufs Gravel übertragen werden soll. Aber wie gesagt, die Sitzposition des Radfahrers ist da und damit die Geometrie ist erstmal außen vor. Die Attribute, die in der Formensprache damit einfließen, von vorne beginnen, ist einerseits die Kabelführung und andererseits auch der Verlauf, wenn man nach hinten geht, des Oberrohrs und dann weitergeführt, der Ansatz der sogenannten Sitz- oder Sattelstreben. Und wenn man sich so ein Rad anschaut, dann fällt einem sofort auf, auch im Vergleich zu den Parapera-Rädern, dass hinten, und beim Roll-Off-Gravel ist es halt nicht so, weil das Roll-Off-Gravel natürlich da einen anderen Aspekt hat, es hat einen anderen Einsatzbereich, das ist eher Touring, das ist eher Langstrecke, aber bei einer Kettenschaltung ist es schon eben im Vordergrund eine dynamischere Formensprache zum Ausdruck zu bringen und das kommt natürlich durch ein gerades Oberrohr zustande. Warum ein gerades Oberrohr und kein verlaufendes? Wenn du das von vorne anschaust, dann wirst du sehen, dass du da eigentlich als Querschnitt nur einen Kreis hast. Gerade bedeutet parallel zum Boden. Das heißt horizontal, parallel zum Boden, richtig. Das muss gerade sein, damit es maximal wenig Luftwiderstand hat. Ja. Stimmt. Ja, aber ist das Sloping, wenn man dann das nach unten geht? Genau, wenn es nach unten geht, ist es Sloping, abfallend. Ja. Und das andere ist halt gerade. Und wenn du dir sozusagen von vorne ein Sloping-Oberrohr vorstellst, dann hast du nicht einen Kreis, sondern halt irgendwann eine Ellipse und damit eine Vergrößerung der Fläche. Und wie gesagt, wenn wir alle unsere Wampen anschauen, dann ist das, wie gesagt, dritte Nachkommastelle, wenn überhaupt in der Relevanz. Aber es geht, wie gesagt, ja auch um die Formensprache. Ja. Das heißt, ein Aero-Gravel, nicht unbedingt aerodynamisch in der Sitzposition, in der Formensprache, gerades Oberrohr, dann natürlich auch maximal kurz gehaltene Sattel- oder Sitzstreben, die quasi nach unten verlegt sind. Warum? Weil dadurch werden sie kürzer, dadurch ist weniger Rohr im Luftwiderstand. Und dadurch ist eben dieser aerodynamische Aspekt besser erfüllt. Ja. Und das sind natürlich alles so Kleinigkeiten, wenn es ums große Ganze geht, die dann vielleicht dann am Ende die Entscheidung machen bei Triathlonrädern und Aero-Rädern. Aber wie gesagt, der Fahrer muss ja in seiner Sitzhaltung auch mitspielen. Ja. Und das ist aber bei Aero-Gravel de facto nicht gewünscht und auch nicht gewollt vom Endkunden. Sind Aero-Gravel-Räder dann zwingend mit einem Kettenblatt vorne, aus aerodynamischen Gründen? Also der Trend geht ja im Gravel ganz klar Richtung einfach. Konsequenter wäre es tatsächlich, das mit zweifach zu machen, weil aus dem Rennrad kommend das natürlich eher so den Schulterschluss zu dieser Welt abbildet und im Rennradbereich hat einfach nichts verloren. Dann ist das ja eigentlich schon wieder näher am Gravel als am Rennrad, oder? Ja, auf alle Fälle. Also durch die Sitzposition
Felix, durch Einbauhöhe der Gabel, Reifenfreiheit, Kettenstrebenlänge. Ja, das sind weil, jetzt hier 45er Reifen sogar. Ja, drauf. Genau, da sind jetzt 45er drauf, damit es halt ja, ein bisschen komfortabler ist. Okay. Zack, sehr, sehr spannendes Rad. Ist das jetzt ein Gravel-Rahmen? Ist das ein Rennradrahmen? Da, ist das ein Endurance-Rahmen? Ja, ist es ein Speed? Also ist ja kein Speed jetzt, aber ist ja, aber die Frage ist vollkommen, die Frage ist vollkommen berechtigt im Felix, denn das Endurance-Rad, wie wir vorhin schon sagten, ist ja eher auf Komfort ausgelegt, aufrechtere Sitzposition. Und das muss das Allroad nicht zwingend. Mhm. Es wird oft quasi damit hineinvermengt, weil ja diese Übergänge fließend sind. Ja, ja. Aber von der Sitzposition, man sieht es ja gleich in der Überhöhung, ist es schon sehr sportlich ausgelegt. Ja. Und es ist halt ein sehr sportliches Rad, was sozusagen den Einsatzbereich auf rein Straßen ein Stück weit erweitert für leichtes Gelände. Und du hast ja vorhin gefragt, was ist leichtes Gelände für so ein Rad? Und das ist eigentlich alles, was so Forst-, Wald-, Wiesenwege sind. Also so Kieswege, so leichte Kieswege. Also wo keine großen Steine sind. Genau, wo keine großen Steine sind. Ja. Und je nach Profil, was man drauf hat, muss man natürlich dann in der Kurve sehr wohl aufpassen, dass das Hinterrad nicht wegschmiert. Und vorne auch, oder? Gleichermaßen, ganz klar. Ja. Machen wir direkt weiter mit dem Speed Gravel-Bike. Ja, genau. Jawohl. Und dann schauen wir so ein klassisches Gravel an. Das Aeras geht in Richtung Endurance. Ah, geil, ja. Das ist, glaube ich, mein Weil Lieblingsrad. Weil das nämlich momentan ein längeres Steuerrohr hat. Ja, das ist, glaube ich, mein Lieblingsrad momentan. Mhm. Aber ich muss das ja auch nochmal ausgiebig fahren. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen schlauer. Das ist immer cool, wenn man die in so einem Halbjahresrhythmus fährt. Dann weiß man dann auch viel besser, was man sie vergleichen muss. Einzuordnen. Ja. Ja, genau so ist es. Andreas, jetzt haben wir dein schnellstes Gravel-Bike da, oder? Ja. Das ist das Speed-Gravel-Bike, heißt Atmos? Das ist das Atmos. Vorher, wie gesagt, das Allroad, eben das Atmos R, R für Rim Brake bei uns in der Nomenklatur. Und das Atmos ist ein Speed-Gravel-Rad deswegen. Also auf dem ersten Moment mag es ausschauen, natürlich wie ein Rennrad. Das ist auch bewusst so, weil es ja den Schulterschluss auch ein Stück weit zu dieser Rennradwelt eben gibt und von der Sitzposition wie ein sehr, sehr sportliches Rennrad ist, im Gegensatz zum Endurance-Rad, was ja mehr auf Komfort ausgelegt ist. Man sieht ja hier auch schön, mit welcher Überhöhung hier gefahren wird. Das Steuerrohr ein bisschen kürzer ist, die Gabel ohnehin etwas kürzer ist, aber es die Freiheit eben hat, wie der Name schon sagt, Speed Gravel, auch sehr schnell im Gelände zu fahren. Und damit die Geometrie eben nicht konterkariert wird eines schnellen Rades, muss man natürlich gewisse Abstriche machen und die Abstriche sind natürlich in der Reifenfreiheit. Das heißt, so ein Speed-Gravel-Rad wird in der Regel gefahren zwischen 30 und 35 Millimeter. Doch, 35, das ja, ist Maximum, halt schon eine Menge. Maximum, genau. Also von dem Modell hinter dir, Felix, gibt es ja auch die Speed-Gravel-Variante und das ist bis 35 ausgelegt. Ach, krass. Ja. Mit Titan? Mit Titan, ja. Cool. Und das ist das bin ich schon gefahren, glaube ich, gell? Ja. Ja, stimmt, das bin ich schon gefahren. Das war auch mega schnell, das war der Hammer. Aber ich bin das Rad, glaube ich, noch nicht gefahren. Nein, genau, und das ist Pontoon Carbon, sozusagen in dieser Kategorie Speed Gravel. Hier ist es jetzt halt aufgesetzt, darum, je nachdem, viele fahren es ja mit dem zweiten Laufradsatz, einen schnellen Laufradsatz, so wie hier mit einer etwas höheren Felge, mit einer glatteren Profilierung und halt dann eben einen etwas vielleicht robusteren Laufradsatz mit etwas breiteren Reifen fürs leichte Gelände auch und fürs normale Gelände. Und dann sind wir in der Welt der Speed Gravel Räder. Interessant. Weil zwischen dem Rad und dem Gravelbike hast du ja noch mal ein Modell, das Aeras, das ich jetzt gerade auch bei mir daheim fahre. Ja. Und das hat mir so ein bisschen auch gezeigt, wie viel Spaß es machen kann, mit einem Gravelbike schnell zu fahren. Da sind jetzt auch hohe Felgen drauf, ich glaube 65er sogar oder sowas. Und sehr dünne Reifen. Und das macht wirklich auf der Straße auch schon so viel Spaß. Dass es halt auch so eine sanfte Überführung vom Gravelbike ins Rennrad sein kann, ohne gleich auf diese super aggressive Sitzposition zurückgreifen zu müssen. Also das ist dir richtig aufgefallen, Felix. Von der Geometrie kommt es im Endurance-Rad sehr nahe. Mhm. Nur, dass man da auch wieder ein bisschen die Grenze verschoben hat in leichtes Gelände durch die Möglichkeit, ein Endurance-Rad halt, wie gesagt, eher so auf die Straße ausgelegt bis 30, vielleicht 32. Und da kann man dann halt eben auch so einen leicht profilierten G1 reintun und hat dann de facto auch so eine Art Light Gravel
schnelles Gravel-Rad, aber eben mit einer entspannteren, aufrechteren Sitzposition. Ich sehe schon, das ist ganz wichtig, dass wir dieses Video machen, weil die ganzen Begrifflichkeiten sind unfassbar verwirrend und vielseitig. Ich glaube, gerade für Einsteiger auch schwierig zu verstehen, was da eigentlich dahinter steckt. Aber eine Kategorie sollte vielen was sagen, und zwar zu der wir jetzt auch kommen, Gravel. Ja, genau. Jetzt schauen wir uns mal ein klassisches Gravelrad an. Und damit haben wir jetzt hier den Gravelbike in der richtigen Gravel-Lackierung. Es ist ein bisschen eingesaut, weil ich es gestern auch gefahren habe. Und da sind wir ja gestern richtig, eigentlich fast schon Mountainbike-Wege runtergefahren. Die Abfahrt schon, ja. Und trotzdem beim Hochfahren eben haben wir diese Leichtigkeit, die man halt vom Gravelbiken eben auch hat, genossen. Mhm. Also da hat man die Vielseitigkeit von der ganzen Gravel-Spannweite eigentlich ganz gut abdecken können. Ja. Wo ist jetzt hier der Nachteil? Sonst könnte man ja sagen, das ist Gravel. Ja, also Klimbim ja gar nicht mehr. Deswegen sind ja die Gravel-Räder so populär gerade. Also ich sage ja immer, wenn es ein einziges Rad gäbe oder wenn ich in den Urlaub fahre oder wenn die Welt unterginge und du dürftest nur ein Fahrrad auf die Arche Noah mitnehmen. Ja. Ja, das ist das einzige Rad. Für alles. Für alles und was für sozusagen alle für alle Zeit und was es auf der Welt gäbe, dann wäre es für mich natürlich das Gravelrad. Welches? Das hier eigentlich, das Standard Gravelrad. Ja, das ist das vielseitigste Rad. Ist das eigentlich momentan, obwohl es Carbon ist, das vielseitigste Rad. Ja. Und auch bei dem Gravelbike fällt auf, du kannst damit schnell fahren, du kannst damit aber auch schnell und technisch bergab fahren. Ja. Und es ist jetzt auch in deinem Lineup bei Parapera auch das Rad, das am dass das ruppigste Gelände auch fahren kann, was den Fahrer auch in die aufrechteste Sitzposition bringt. Korrekt. Also wenn du hier mal guckst, Felix, das Steuerrohr, das ist eine L-Größe, hat ziemlich genau die Länge hier, auch mit dem Steuersatz und dem Übergang wie das Rennrad. Mhm. Es baut trotzdem höher, weil wir eine höhere Gabel auf der einen Seite haben und natürlich, weil hier auch ein Gravel-typischer Lenker zum Einsatz kommt, der einerseits einen sogenannten Rise hat, also eine Erhöhung. Und natürlich auch durch diesen Flair-Lenker halt noch mehr Kontrolle im Gelände dem Fahrer vermittelt. Und auch hier wieder beim Speed Gravel passt natürlich nicht so ein Lenker. Also beim Speed Gravel sollte so ein Lenker rein. Beim Aero Gravel, wie wir es beim Titan Aristos Air vorhin gerade gesehen haben, da passt so ein, weil da ist der Aspekt Gravel im Vordergrund und nicht so sehr die Sitzposition, sondern nur diese aerodynamischen optischen Attribute eines aerodynamischen Rades. Da ist jetzt aber ein Gravel-Lenker dran. Ja, genau, da passt ja der Gravel-Lenker. Aber beim Speed Gravel, bei dem hier passt der nicht. Ja, weil da ist wirklich Sitzposition geschwindig. Obwohl man ja eigentlich schon argumentieren könnte, dass auch der Lenker super aerodynamisch sein sollte, also vielleicht auch keinen Flair haben. Bei welchem Modell ist beim Aero Gravel. Ja, genau. Aber wenn du konsequent wärst, Felix, also nicht du in Person, sondern der gesamte Markt, ihr, genau, dann müsste da sehr wohl so ein Lenker drauf. Ja. Aber bei diesem Aero-Thema geht es tatsächlich, und deswegen gut, dass du nochmal nachfragst, bei dem Aero-Thema geht es tatsächlich nur in Anführungsstrichen, es geht primär um die Optik. Ja. Ja, was und weniger um das, weil wenn du in konsequent weiterreden würdest, dann würdest du nicht beim Lenker aufhören, dann würdest du sagen, da müsste auch eine Zweifach ran. Damit es praktischer ist und auch schneller ist. Na klar, schneller ist, auf der Straße einfach schneller ist. Aero eben. Ja. Also einfach hat er eigentlich auf der Straße nichts verloren. Aber dieses ganze Thema Aero ist ja eh per se schon von Geburt an beim Gravelrad total konterkariert, weil jeder da seine blöde Tasche vorne einmal querschnallt. Ja. Was ist die aerodynamischste Form, Gepäck am Rad unterzubringen? Vorne hin oder hinten? Also hinter den Beinen am Gepäckträger ist das aerodynamische? Also sie sind, de facto sind die Taschen hinter den Wadeln. Also sie generieren nicht viel Luftwiderstand. Ja. Ja. Also de facto meine ich, ist es nicht viel Unterschied. Allerdings hast du ja, wenn du das Bein hebst, hast du ja schon den Luftwiderstand permanent auch. Ja, aber den hast du auch durch das Zirkulieren, wenn du die Tasche, hast du so oder so, auch wenn du die Tasche in der Mitte hast. Das finden wir mal in einem separaten Test raus, wo da die Taschen am besten untergebracht werden, damit die Speed-Gravel-Biker und auch die Aero-Gravel-Biker vor allem keine Einbußen haben, was ihre Aerodynamik angeht. Die Tasche erstmal nach vorne machen. So ein Horn machen. Und dann passt es schön in der Symmetrie, dann haben sie die Arschrakete hinten und nach vorne auch noch. Oh ja, das sieht super aus. So wie die Concorde. Ja, genau.
Ja, mega, Andreas, vielen Dank. Ich glaube, jetzt haben wir wieder einige Begrifflichkeiten mehr verstanden und jetzt geht's daran. Hoffe ich zumindest. Nicht, dass wir jetzt hier ja, ich fand's, ich die fand's Leute verunsichert haben und noch mehr. Jetzt kaufen sie alle Rennräder. Ja, genau. Ja, genau. Weil Andreas hat gesagt, das Rennrad ist das Rad für die Arche. Ja, genau. Das Carbon-Rennrad ist das. Ja, genau. Das Carbon-Rennrad. Also, wir schauen jetzt mal, wie die ganzen Dinger in der Praxis fahren und dann werdet ihr die weiteren Videos auch auf dem Kanal sehen. Gerne abonnieren und ich freue mich auf alles Weitere, was da kommt. Vielen Dank, Andreas. Ja, Felix, danke fürs Interview und auch hier tschüss in die Runde. Ciao. Ciao.